und willkommen zurück bei Diablo 2 in der gefrorenen Tundra, die wir jetzt einfach mal im Schnelldurchgang von vorne bis hinten abklappern. So, unsere Kompanie ist soweit vollständig. Hier ist auch alles ziemlich tot. Eigentlich gar nicht so schlecht, da kann ich ein bisschen was erzählen. Ich meine, es war vielleicht sinnvoller, den ganzen Geschrei der Viecher zuzuhören als mir. Aber ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein. Also Abwechslung der Sinnlosigkeit meine ich jetzt gerade. Genau, greift den Turm an, weil da auch so viele Leute draufstehen. Ich bin schon völlig aus der Puste. Brunnen, erfrische mich. Dankeschön. Ach, hier kommen schon wieder Viecher. Okay. Unser Bär ist verschwunden, wie denn das? Keine Ahnung, wo der gerade hin ist, der Bär. Also umgebracht haben die ihn nicht. Das möchte ich mal bezweifeln. Vor allem, der hat bestimmt so ewig viele Lebenspunkte. Ja, gut, den Turm können wir kaputt machen. Ja, natürlich. Na komm. So, ja, Rumpel, Rumpel, wir wissen das doch. Kadaver, Kadaver. Tja. So, da werden wir uns mal den Katapulter annehmen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich nur mechanisch sind, die Katapulte, oder ob die wirklich so ein bisschen Leben in sich haben. So, da oben ist noch irgendwo so ein Scheißerschmeißer. Den gehen wir auch gleich mal auseinandernehmen. Na, wo bist du? Also ich weiß nicht, ob die eine begrenzte Reichweite haben, aber so ein bisschen glaube ich schon. Ah ja. Wenn hier das Ende ist, wo steht dann der Katapult, der uns gerade beschossen hat? Merkwürdig, merkwürdig, Leute. Sehr, sehr merkwürdig. Auch alle hinüber, sehr schön. Ich gucke noch mal rechts und links der Erfahrungspunkte wegen. Nicht weil ich über die Straße will, nee, ich will einfach nur Erfahrungspunkte. So. Unser Geist ist ein bisschen angegriffen, habe ich das Gefühl. Wenn eigentlich ein Irrlicht mehrfach schizophren ist, wird daraus dann eine Lichterkette? Ich weiß gerade gar nicht, wie ich darauf komme. Aber den makellosen Schädel sammle ich gerne ein. Nee, es gibt zwei Spiele. Also ich überlege gerade ein bisschen über Irrlichter. Ich kenne zwei Spiele, wo Irrlichter als Gegner auftreten. Das eine ist Gothic. In Gothic 2 auch noch. In Gothic 2 nur ich. In Gothic 1 glaube ich nicht. Wir haben einen Stufenaufstieg. Und in Neverwinter Nights gibt es Irrlichter, glaube ich, als Gegner. So, neuer Status. Stärke auf 60. Yay, wir sind so stark. Und wir brauchen noch ein bisschen Energie. So, jetzt ist natürlich die Frage.
Ich würde gerne den Bären aufpowern. Weil muss einfach mal sein. Ja, komm hier, Bär. Wir haben Ball vor uns. Armageddon zeige ich irgendwann, wenn wir dazu kommen. Aua, lass mich raus. Wo ist eigentlich meine ganze Kompanie? Wo seid ihr, Leute? Hier spielt die Musik. Muss ich wieder alles alleine machen. Warum beschwör ich nicht Raben? Ich will ja das hier machen. Aua. So, okay. Schriftrolle Stadtportal ziehe ich mal mit. Wir haben ja letztens eine gebraucht. Ja. Ich wollte Heiltränke eigentlich ein bisschen sammeln. Fällt mir gerade ein. Naja. Was soll's, was soll's. Wir finden noch genug Heiltränke, würde ich sagen. Müssen wir jetzt erstmal an der Stelle keine Panik machen. So, hier sind ein paar Leute wieder. Und eigentlich müsste hier irgendwo in der Gegend eine Urne rumstehen. So eine böse Urne, die ich auch gerne aufmachen möchte. Genau, da steht eine. Hey, schön. Gibt es hier Heiltränke zufällig? Ein Ring? Eine mumifizierte Trophäe? Das ist, glaube ich, ein Zombie-Kopf, soweit ich weiß. Da können wir gerne mal mitnehmen. Genauso wie ein Heiltrank. Den Mana-Trank vielleicht auch. Was ist das? Genau. Ein Zombie-Kopf. Halt wieder alter Skin, neuer Name. So. Ja. Hallo, böse Urne. Na? Hallo? Oder klappt das nur in Innenräumen? Ich weiß es doch nicht. Na gut, hier ist auf jeden Fall aggressive Langeweile am Start. Deswegen werden wir uns zum Weg der Urahnen begeben. Ich spreche mal lieber ein bisschen abgehakt, damit die Grammatik besser reinkommt. So. Der Weg der Urahnen. Ja, selbst dieser Oberfuzzi aus dem Dorf, also aus der Stadt, hat diesen Weg noch nicht beschritten. Und hier sind wir gleich mal ein paar Eis gegenübergestellt. Die machen unseren Bären, wie man sieht, relativ wenig Schaden. Das heißt, der Bär ist schon eine feine Sache. Giftknall übrigens, der hier vor uns steht. Der hat eine Kälteverzauberung. Und... Na komm. Hält aber einiges aus, ne? Aber das hat nicht mehr ausgehalten, er ist ja schon kaputt gegangen. Das nehme ich mit, den ligierten Diamanten nehme ich mit, den Heiltrank-Kramzeug hier auch noch, das hier. So. Ein paar Raben bräuchten wir wieder am Start. Und dann geht es hier mal weiter im Takte. So. Ja, ja. Gibt es eigentlich nur diese Gegner? Ist ja langweilig. Doch. Die gibt's noch. Aber sonst nichts weiter, ne? Na, vermutlich gab es da einen Mengenrabatt. Nehmen sie 50.000 von diesen Gegnern und sie kriegen 50.000 von den anderen Gegnern gratis dazu. Ach nee, der ist neu. War vermutlich so eine Art Bonusgeschenk oder so. Das Personalbüro, dem sollte man doch mal einige Fragen stellen. Warum es hier so einen Haufen eiskalte Typen reinlässt. Warum ist hier wieder keiner? Der Bär, der haut so unglaublich rein. Das glaubt man ja gar nicht. Weil es auch unglaublich ist. Das hängt, glaube ich, damit zusammen.
So, wir räumen hier erstmal ein bisschen auf. Würde ich mal behaupten. So. Na komm. So, der ist hinüber. Und ich habe natürlich nicht diese wunderschöne böse Urne übersehen. Aua. So, wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Stürmklaue. Ah ja. So, das war Stürmklaue. Der kam da kurz rausgehüpft. Ich bin überladen. Bist du nicht. Bist du einfach mal nicht. Du bist nicht überladen. Das möchte ich sehr stark bezweifeln. So, Stinkgas-Elixier brauchen wir nicht. Gab es den Weg der Uhr an? Eigentlich einen Teleportpunkt? Ich weiß es nicht. Da geht es schon zum Gipfel des Ariad. Aber ich möchte gerne nochmal zumindest die letzten paar Minuten dieser Folge darauf verschwenden, die Höhle ein bisschen zu erkunden. Auch allgemein deshalb, weil ich weiß, dass wir auf dem Gipfel des Ariad einige Zeit verplempern werden. Wenn wir nicht sowieso ganz und gar drauf gehen. Da ist noch eine böse Urne. Ach, wie schön. Kriegen wir noch einen Bossgegner vorgesetzt. So, eine böse Urne. Rostschaum der Unheilige. Mehrfachschüsse. Yay. Naja. Weniger beeindruckend, aber schneller tot. So, ich weiß nicht, ob es hier einen Wegpunkt gab. Weg der Urahn. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Doch. Kannst du. Ich meine, es war ein bisschen popelig, dass ich hier noch ledierte Edelsteine einsammle. Weil die bringen so wirklich gar nichts. Aber wir wollen ja nichts dem... ja, Teufel überlassen oder halt einen seiner Geschwister. Deshalb nehme ich mal gerne alles mit. Geben die für Geräusche von sich. Also ich rechne insgesamt vielleicht noch mit 2 Stufenaufstiegen bis Baal. Das heißt, so wirklich viel kommt da nicht mehr. Hier ist eine Sackgasse. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch den Wegpunkt finden werde. Wegipunkti. Wenn es hier Wegpunkt gibt, ich weiß es ja nicht. Ich meine, ich hätte mir einfach mal das merken müssen, was da bei dem Portal stand. Ob es eine Andeutung auf den Wegpunkt gab oder nicht, aber solche Dinge merke ich mir generell nicht. So, geht doch mal kaputt. Na komm. Geht kaputt, die Schrift des Stadtportals. Die werde ich bald brauchen, wenn es hier keinen Wegpunkt gibt. Hier ist keiner. Da unten ist auch keiner. Ist nur ein Brunnen. Und ein Haufen Viecher. Tja, ich weiß es nicht. Wegipunkti, Wegipunkti. Hier ist auch keiner. Der Eiskeller müsste hier noch sein. Genau. Den dürfen wir nicht vergessen. Ich sollte mich etwas mehr konzentrieren, kriege ich gerade mit. Verdammt. Da habe ich mich noch mal ein bisschen gerettet. Ich dachte schon, ich muss hier einen Rage Quit machen. Einen Safe Quit eigentlich eher. Aber zum Glück konnte ich dann noch flüchten. So. Also ich würde sagen, wir beenden mal an der Stelle hier die Folge, oder zumindest ich tue das. Wir werden dann in der nächsten Folge mal in die Stadt gehen, mittels Portal. Da
das Zeug loswerden, mal gucken, ob es hier einen Wegpunkt gibt und dann auch uns auf die Suche nach dem Eiskeller begeben. Der müsste ja auch irgendwo rumvegetieren. Naja, aber das alles dann in der nächsten Folge und bis dahin erstmal tschüssi und auf Wiedersehen.